Seit dem 11. Juni 1994 ist dieser Paragraph 175 gestrichen. An der Stelle im Strafgesetzbuch, die über Generationen hinweg die Kriminalisierung und gesellschaftliche Ächtung der Homosexuellen markierte, steht heute ganz lapidar Paragraph 175 weggefallen. Ich kann Ihnen sagen, das lese ich mir immer wieder sehr gerne durch. Aber ganz am Ende des Paragraphen 175 sind wir politisch doch noch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, in der Bundesrepublik blieb das homosexuelle Strafrecht der Nazis bis 1969 unverändert in Kraft. Es gab über 50.000 Verurteilungen, genauso viele wie in der NS-Diktatur. Ganze Generationen sind um ihr Lebensglück betrogen worden. Es ist ungeheuerlich, dass in demokratischen Staaten Menschen im Knast landeten, nur weil sie anders liebten. Das ist ein monströser Schandfleck unserer Demokratie. Dieses Unrecht muss endlich aufgearbeitet werden. Die Opfer müssen rehabilitiert und entschädigt werden. Gleichgeschlechtliche Paare rechtlos. Sie hatten kein gesetzliches Erbrecht. Im Todesfall konnte die überlebende Partnerin vom Vermieter aus der Wohnung geschmissen werden. Und besonders krass war das für binationale Paare, also wenn der Partner aus einem Land außerhalb der Europäischen Union kam. Da wurde ein Zusammenleben von den Behörden oft unmöglich gemacht. Heterosexuelle Paare haben in dieser Situation geheiratet und wir hatten nichts. Lesben und Schwule wurden in solchen Situationen, in solchen Konstellationen, denen wurde praktisch die Liebe von Staats wegen verboten. Ich kann mich an einen Fall in Berlin erinnern, wo ein schwuler Mann dann versucht hat, für seinen Lebenspartner hier ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Und da hat man ihm bei der Behörde gesagt, ach, er könnte doch in das Heimatland seines Partners ziehen, da könnten sie doch zusammenleben, da könnten Deutsche ja problemlos einen Aufenthalt kriegen. Das Heimatland war der Sudan. Im Sudan herrscht die Scharia, dort steht auf gelebte Homosexualität die Todesstrafe. Und dorthin wurde man von deutschen Behörden empfohlen zu einem glücklichen schwulen Leben. Unfassbar. Am 19. August 1992 haben 250 lesbische und schwule Paare bundesweit die Aktion Standesamt durchgeführt und auf den Standesämtern das Aufgebot gestellt. Noch nie waren Lesben und Schwule in Presse, Funk und Fernsehen so präsent wie an diesem Tag. Und vielen, die da vor dem Fernseher saßen, ist in diesem Land, glaube ich, das zum ersten Mal klar geworden, es geht ja darum, ganz reale Menschen, die eigentlich die gleichen Sorgen und Probleme und Wünsche haben wie man selbst. Dieser Tag, glaube ich, hat langfristig ganz, ganz viel bewirkt. Seit diesem Tag haben wir für dieses Thema unsere Lebensgemeinschaften, die öffentliche und die veröffentlichte Meinung relativ stabil für uns gewonnen. Seitdem konnte niemand mehr das Thema von der politischen Tagesordnung wegboxen. Die Süddeutsche Zeitung, Herbert Brandl, nannte unsere Aktion damals eine werbestrategisch geniale Demonstration wieder die Diskriminierung. Da will ich nicht widersprechen. Nach diesem ersten Höhepunkt folgten die langsamen und langen Mühen der Ebene. Demonstrationen, Protestaktionen, Podiumsdiskussionen, wir haben zahllose Briefe an Abgeordnete, Parteien und Ministerien geschickt. Es gab Lobbygespräche, Unterschriftenaktionen, Massenpetitionen, wir haben selbst Gesetzentwürfe, Verfassungen an den Bundestag geschickt. Und unser Verband hat buchstäblich hunderte von Presseerklärungen zum Thema abgesetzt. Liebe verdient Respekt, Ja zum Ja-Wort, auch für Lesben und Schwule müssen Hochzeitsglocken läuten dürfen und so weiter. Es war absolut mühselig. Aber innerhalb eines Jahrzehnts, nur eines Jahrzehnts, haben wir so eine Mehrheit in Politik und Gesellschaft überzeugt, dass unsere Minderheit endlich zu ihrem Recht kommen soll. Nur innerhalb eines Jahrzehnts, 1998, vereinbarten SPD und Grüne die eingetragene Partnerschaft zu schaffen. Auch das war kein Selbstläufer. Das Projekt stand mehrfach auf der Kippe. Zwei Jahre mussten wir als SVD weiter protestieren, drohen, schmeicheln, blocken, murren und murren, bis das Gesetz dann endlich in den Bundestag kam. Gleichzeitig mussten wir uns mit den Konservativen und Teilen der Kirchen auseinandersetzen, die meinten, das sei der Untergang des Abendlandes. Aber diese verschärfte Kampfzeit um die Ehe hat unseren Verband auf das Glück gebracht. Gerade in dieser Zeit erfolgte die Erweiterung zum LSVD. Es kamen Lesben, die sagten, wir wollen uns am Kampf für gleiche Rechte beteiligen. Und wir Männer sagten, klasse, das geht am besten auf Augenhöhe,
kommt rein, der rennt offene Türen ein. Und das haben seitdem Lesben in großer Zahl getan. Im März 1999 folgte die Umgründung des SVD zum LSVD. Alina Benkowski, Dorothee Markert und Ida Schillen waren die ersten Frauen im Bundesvorstand. Alina hatte sich angekündigt, aber ich sehe sie nirgends. Trotzdem auch an Alina, die heute eigentlich kommen wollte, vielleicht draußen zu der Tür werden. Wir werden sie auf jeden Fall ausrichten, was ich Nettes sage. Herzlichen Dank für dein Engagement, für deinen Humor, für deine Klugheit, für deinen Mut, dich mit fremden Männern einzulassen. Lesben und Schwulen LSVD, das ist bis heute eine glückliche, auf Dauer angelegte und wie soll ich sagen, geistig äußerst fruchtbare Liebesbeziehung. Loriot ist schon erwähnt worden, es stimmt, Lesben und Schwule passen hervorragend zusammen. Zurück zur Lebenspartnerschaft. Die weiteren Stationen im Staccato, der Bundesrat sagte Nein zum Steuerrecht, das Verfassungsgericht sagte Ja zum Gesetz. Und auch hier wurde der LSVD gehört. Manfred Bruns hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht ein absolut unter die Haut gehendes Plädoyer für die Gleichstellung gehalten. Alle waren ganz gehört und das Verfassungsgericht ist seinen Argumenten gefolgt. Mehrheitsmeinung hatte nämlich ein sogenanntes Abstandsgebot erfunden, womit sie festschreiben sollten, dass wir auf immer und ewig minderes Recht haben müssten gegenüber der Ehe. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, das gibt es einfach nicht. Das Verfassungsgericht hat damals gesagt, wenn auch mit knapper Mehrheit, der Gesetzgeber darf gleichstellen. 2009 hat das Verfassungsgericht gesagt, diesmal einstimmig, wenn Lebenspartnerschaften und Ehe in vergleichbarer Lebenslage sind, dann muss gleichgestellt werden. Von Verfassungswegen muss gleichgestellt werden. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Aber das war auch hart erkämpft. Wir hatten zwischendurch auch allerlei Niederlagen vor Gericht. Vor allem im obersten Bundesgericht bis auf dem Bundesarbeitsgericht ist man erstmal gescheitert. Der andere Senat des Bundesverfassungsgerichts hat Verfassungsbeschwerden nicht angenommen zur Befassung. Da gab es eine Kammer von drei Richtern, die das immer alles abgeschmettert haben. Der Vorsitzende war damals der vielleicht manchen bekannte Udo Di Fabio. Das ist sowas wie die Eva Herrmanns der deutschen Bundesverfassung. Und dann diese drei Richter, auch die Kammer des Schreckens, die haben Gottes Abendland verteidigt. Aber Gott sei Dank ist in den meisten Fällen der andere Senat zuständig und der hat das im letzten Jahr erfreulicherweise ganz anders gesehen und damit auch mit ganz anderer Autorität entschieden.